Na gut, wir konnten noch nichts mehr tun. Der wird sich auch verwandeln, weil er gebissen wurde. Ach, die Waffe haben wir gar nicht mitgenommen eben, ne? Stimmt. Die haben wir ja verloren, als er uns durch die Wand geschmissen hat. Hi. So, guten Tag. Oh, da war ich direkt vorbeigeschossen. Gucken, ob ich es noch kann. Oh, das sind zu viele. Ich gehe mal, das sind mir zu viele. Ich habe nur noch einen Schuss. Ich hätte die gar nicht angreifen sollen. Scheiße. Okay, durch den Bus. Freunde. Freunde. Wohin? Wo muss ich hin? Kann ich hier drunter durch? Ah, oh Gott sei Dank. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. So, oh, na, hallöchen. Und, au, ausweichen. Ja, das kann ich noch aus der Demo. Man kann nämlich jetzt dashen, um den Zombies ein bisschen auszuweichen. Konnte ich eine Demo zum Glück schon mal ein bisschen üben. So. Oh. Hey, hast du noch ein bisschen Muni? Okay, schade. Unfreundlich. So, kann ich hier... Ich bin keine Missy. Können wir dem noch auf den Sack gehen? Warte mal. Wir sind immerhin besorgt um die Leute hier. Na schade. Okay, ich dachte, er kommt vielleicht doch mit. Aber wir haben unsere Bürgerpflicht getan. So, Pistolenmunition, 7 Stück. Ah ja, Inventar. So, erstmal nachladen. Uiuiui. Wir haben verdammt wenig Muni am Anfang. So, zum Dach des Parkhauses gehen. Oh, moin. Na? Sieht nicht mehr so gut aus. Ich gehe mal lieber weiter. Oh Gott. So, einmal ein bisschen Fanservice. Schneller, Jill, schneller. So, check Vehicle. Achso. Alter, die ganze Stadt am Brennen, ne? War in Resident Evil 2 schon schlimm. So, ich habe mein Parkticket verloren. Ich gehe mal so rein, ja? Gut, danke. So. Shit. Aufzug im Brandfall nicht benutzen. Ich glaube, das ist wirklich so. So, komm mal her. Zack. So, erstmal ausweichen. So, darf ich den Aufzug jetzt benutzen, ohne dass er mir auf den Sack geht? Das wäre ein... Oh, nee. Das wäre ein Traum. Hau ab! Ihr ist besetzt. Oh, das mit dem Ausweichen klappt besser als gedacht. Ich habe gedacht, ich stelle mich da richtig scheiße an, aber es geht. Es geht tatsächlich besser. Aber warten wir ab, bis Nemesis wiederkommt. Ja, ich komme. Gleich. Wenn ich noch ein bisschen Muni vielleicht finde oder irgendwas. Das geht doch 100% schief. Hier ist viel zu... Ja. Warum war mir das klar? Scheiße. Das Auto kommt mir sehr bekannt vor. Achso. Oh oh. Start, damn it. Komm schon. It's my turn, bitch. Nice. So. Mr. Isolierband, das war's jetzt. Ah!
Tschüss. Airbag gab's wohl noch nicht. Ich glaube, das hat aber noch nicht gereicht. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Oh. Okay, ich drücke nach hinten. Ich kann sonst nichts machen. Scheiße. Ah, hi! Alter Schwede. Hey, easy lady, I got you. Who are you? What are you doing? My name's Carlos, and I'm saving you. Come on, let's get you someplace safe. Achso, der bleibt erstmal da und chillt, ne? Klar, natürlich. Ist ja auch klar. Wenn ich einen Raketenwerfer, also wenn ich eine Rakete abkriege, dann bleibe ich auch erstmal auf der Straße stehen und ruhe mich ein bisschen aus, ne? Hope so. We've been bringing survivors here. Here where? My guys have converted some subway cars into a shelter. It's safe. I'm fine. Personal space. Okay, I get it. Let's go. Oh, come on. Sehr nett. Ich meine, wir haben Corona, da muss man ein bisschen Abstand halten. Also, ne? Alles gut. Sorry, we're gonna have to go around. Hey, what do you know about that monster? Nothing. I've never seen anything like it. But it's no zombie. It knows what it wants and won't stop till it gets it. Don't you like that in a man? No thanks. He's all yours. Die sind mir ein bisschen suspekt, Leute, die so drauf sind. I'm with the Umbrella Biohazard Countermeasure Service. BCS for short. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this. Whoa, 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 whoa. What are you talking about? Look, you don't have to trust me, but I'm going to the shelter. You coming? Ich wollte eigentlich noch mal rausgehen. Draußen noch was ist. Ich hoffe, ich komme noch mal zurück. Ich weiß nicht, ob die Tür jetzt zugeht. Ich gehe einfach mal hinterher. Oh, guck mal, Dinobites. Die gab es auch im Dings. Und hier, das habe ich übrigens im Dings gar nicht gerafft, in der Demo. Das sind Dr. Light und Dr. Wily aus Mega Man. Ne? Will Robots Surpass Humanity? Das, guck mal da unten. Ne? Discussion between Dr. Light and Dr. Wily. Das war eine geile Anspielung, die habe ich total versammelt in der Demo. Weil Capcom ist ja auch, wie man weiß, der Entwickler von Mega Man. So, es sind sehr viele Easter Eggs, muss man immer ein bisschen aufpassen. So, hier kommt doch jetzt die Szene aus der Demo schon, oder? Tatsache. So, warte, bevor ich jetzt, in der Demo konnten wir ja nicht zurückgehen. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal gerade zurück. Ich will schauen, ob wir nochmal an der Oberfläche was machen können. Weil wir sind so schnell die Treppe runtergegangen. Eigentlich müsste da oben ja... Aber ich wette, die Tür ist jetzt zu, ne? Ja, verdammt. Gut, vielleicht hätte man auch eh nicht mehr rausgekonnt. Egal. Ja, wenn jetzt schon die Stelle aus der Demo kommt, dann weiß ich ja, was zu tun ist. Hoffentlich. Wenn es nicht sich komplett wieder geändert hat. So. Hey, Captain. This fine young lady could use our help. Carlos, you didn't even think to ask fine young lady her name? She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? This city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can.
If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, super cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. All right. Ich mag Carlos, der ist cool. Der war in der Demo auch schon cool. So, das ist eine Spezialeinheit von Umbrella, dieser Widerspruch allein, ne? Warum sollte Umbrella Interesse daran haben, die Stadtbewohner zu retten? Das ist für die eine große Chance, weil Umbrella kann die Stadt quasi als großes Forschungslabor benutzen, um zu sehen, wie sich der Virus ausbreitet. Es ist einfach so. Umbrella ist nie irgendwie für die Menschen, die nutzen das hier gnadenlos aus. Deswegen vermute ich einfach mal, dass die Jungs hier einfach nur dafür da sind, um zu sehen, wie sich zum Beispiel Nemesis im Kampf schlägt gegen bewaffnete Soldaten. Ist so meine Vermutung. Ne? So, wenn das jetzt wie gesagt so ist, wie es in der Demo war, dann weiß ich ungefähr, was zu tun ist. Es kann aber sein, dass sie ein paar Sachen geändert haben. Das ist ja nicht gesagt, dass das jetzt genauso abläuft. Das Ding ist nur, dass wir dann wahrscheinlich gleich nochmal einem werten Herren begegnen. Titelseite einer Boulevardzeitung. Die Kannibalenmorde. Die ganze Geschichte. Im Morgengrauen des 25. September erhielt das RPD einen verzweifelten Anruf, der einen Überfall meldete. Und als wie ein Herumtreiber zerzauster Mann griff einen Passanten nördlich des Lambs Museum of Art an. Die am Tatort eintreffenden Beamten fanden bei den Müllcontainern in der Nähe die verstümmelte Leiche einer Frau. Dutzende Bissspuren überzogen ihren Körper und sie war zerstückelt worden. Was nahelegt, dass sie gefressen worden war. Es war bereits der dritte bekannte Fortfall dieser Art, der sich diesen Monat in Raccoon City ereignete. Wer ist also der Täter? Wer kaut auf Menschensteak? Wir vom News Comet haben das nagende Gefühl, dass die Patienten der sogenannten Kannibalenkrankheit, die das Spencer Memorial seit August kostenlos behandelt, sich nicht mit dem Cafeterienessen zufrieden geben. Unsere Reporter haben das Spencer Memorial infiltriert, harte Fragen gestellt und sind mit Horrorgeschichten zurückgekommen, bei denen sich einem der Magen umdreht. Erfahren Sie alles auf der nächsten Seite. Gut, die gibt's nicht, also ja, Spencer Memorial, das Spencer Anwesen, Resident Evil 1. Side yet? Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. So, erstmal ein bisschen Kraut mitnehmen hier. Für das Crowdfunding ist gesorgt. So, Schießpulver. Nochmal Schießpulver. Meine Güte, hier hat man aber verwöhnt. Oh, die Kiste. Was gibt's hier? Achso, das kann ich nicht öffnen. Ah, diese Kisten, genau, mit diesem Schloss hier, diesem komischen. Die hatten wir auch in der Demo, da konnten wir aber nichts mit machen. Jetzt können wir wahrscheinlich mit einem Dietrich oder so die öffnen. Oh, Safe Room. Safe Room. Erstmal durchatmen. So. Was haben wir denn hier? Commemorating the Grand Opening of the Kite Bros Railway. Achso, das ist hier die... It almost looks like I could get this working if I plug in the right... Whatever it is. Okay, was auch immer es ist. Ja, es ist wahrscheinlich eine Tür, oder was? Clock Tower Confirm. Es könnte eine Geheimtür sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Ding irgendwie nach unten fahren kann. Da fehlt auf jeden Fall ein Teil. Was auch immer. So, ich nehme erstmal alles mit, was hier noch so rumliegt. Oh, das hätte ich fast vergessen. Warte mal, wir haben ein Messer dabei. Ja, genau. Rotes Kraut. So, anything more? No. Okay. Dann lesen wir mal UBCS Kräuter Feldhandbuch. So, hier beim UBCS brauchen wir keine Weicheier, die bei jedem kleinen Kratzer zurück zur Basis kriechen. Wenn jemand wollt, der eure Wehwehchen wegküsst, versucht es woanders. Große Jungs mischen sich ihre Arznei selbst. Also hämmert euch diese Rezepte in den Schädel.
Starke Mixtur, grünes Kraut zweimal, grünes Kraut plus rotes Kraut oder grünes Kraut dreimal. Erste-Hilfe-Spray, das könnt ihr nicht selbst erstellen. Wenn ihr eins seht, schnappt es euch. Das sollte alles gewesen sein. Jetzt Schluss damit und holen wir uns ein Bier. Bester Workshop ever. So. Oh, cooler Laptop. Ja, so sahen die früher aus. Gut, wir haben alles dabei. Ich würde sagen, ich lasse noch mal ein bisschen was hier oder mische mal gerade ein bisschen was. So, Objekte kombinieren. Einige Objekte können mit anderen Objekten kombiniert werden, um einen Platz im Inventar freizumachen oder auch um neue Objekte zu erschaffen. Verwenden Sie dazu den Befehl plus kombinieren. So, wir machen das erstmal eine starke Mixtur. Das lasse ich da. Und hier stellen wir noch ein bisschen Pistolenmuni her. Ich weiß nämlich nicht, wie viel wir kriegen werden. Und dann legen wir das erstmal weg. So, das behalte ich. Hallo? Achso. So, dann lade ich nochmal nach. 15 Schuss können maximal ins Magazin. Das gefällt mir gut. So, wir haben noch nicht gespeichert. Dann machen wir das mal. So, Innenstadt, U-Bahn, Ausgang, den Strom im Unterwerk wieder anschalten. Okay. So, mir ist cool, dass die Uhrzeit dieselbe ist wie bei mir hier gerade. Oh oh. Ja, ich erinnere mich. Ja, gehen Sie ruhig vor. Alles gut. Ja. So, schneller Ausweichschritt machen wir bestimmt gleich. Ich gucke mich erstmal gerade hier um. Beziehungsweise, ich kann den auch eigentlich da lassen, wo er ist. Ich brauche den gar nicht ausschalten. Ich lasse ihn einfach mal. So, das Outfit erinnert mich ein bisschen an Tomb Raider. Ja, definitiv. Es gibt noch ein klassisches Outfit, da hat sie eine kurze Hose an. Das ist sogar noch ein bisschen ähnlicher. Ach, guten Tag. So, darf ich mal durch? Gut. Bisschen Muni sparen, ne? So. Kommen die da durch? Na, ich hoffe nicht. Ne, okay, sehr gut. Die kommen mir nicht hinterher. Guck mal, hier ist schon wieder Sonne. So ein Schloss. Oh, was brauche ich dafür? Dietrich oder was? Keine Ahnung. So, ich weiß auch nicht, ob es jetzt hier wieder diese Raccoon-Figuren zum Abschießen gibt. Ich habe nämlich noch keine gesehen. Oh. Das hält doch nie im Leben. Die kommen doch gleich da durch. Oh, moin. Schießpulver. Vielen Dank. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Fuck you. Flirten 10 von 10. Carlos hat's drauf. So. Gotta put this out. Ja, ich weiß auch, wo der Löschschlauch ist. Allerdings, wird er bewacht. So. Ja, herrlich. War doch klar. So, mal schauen, ob wir das Fass da günstig nutzen können. Müssen die aber erst noch ein bisschen näher rankommen. So, du bleibst mal bitte da stehen. Damit die anderen noch ein bisschen näher kommen können. So, das müsste reichen, oder? Jawohl. Sehr gut. Immer das Environment nutzen. So. Kann ich nicht vielleicht durchs Fenster da rein? Ich würde da gerne rein. Ach, guck mal hier. Mega Man. Geil. Toy Uncle. Great for kids. So sah Mega Man früher mal aus auf den alten Covern. Geil. Ich muss da rein. Ich muss in diesen Laden. Kostet es, was es wolle. Mega Man, ne? Übrigens auch auf meinem Kanal. Hashtag Werbung. So. Nee, da möchte ich noch nicht runter. Kann ich nicht erst woanders hin? Kann ich nicht erst noch irgendwo anders hin? Irgendwie, Sellout. Ja. Läuft wohl nicht so gut mit dem... Mit dem... Na gut, 1998. Ich weiß gar nicht, welche... Oh, mir fehlt der Seitenschneider. Waren ja schon relativ viele Mega Man-Teile auf dem Markt. Hm, irgendwie konnte ich aber in der Demo woanders lang. Muss ich jetzt schon da runter? Da will ich eigentlich noch gar nicht hin. Aber hier kommen wir noch nicht rein, weil die Tür zu ist und den Shortcut können wir noch nicht aufmachen. Aus Gründen. Ja, na gut.
Wäre es gegebenenfalls sinnvoll, die Smileys auszuschalten mit dem Durchfliegen fürs LP? Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Das müsste man eigentlich mal machen, ja. So. So, kleinen Moment. Ganz kurz. So, Kapagen, machen wir aus. Dann fliegt hier auch nichts mehr durch die Gegend.